Kalifat ist die Lösung, wird immer wieder propagiert. Ich bin allerdings schockiert, was die Islamprediger und Hetzer im Internet so alles zur Schau stellen dürfen. Und unser deutscher Staat, der schaut einfach zu. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe heute wirklich schlimme Szenen dabei. Der Prediger mit dem TikTok-Kanal Liebe zum Hadith, ich glaube, er nennt sich Abu Omar. Abu Omar ist ein bekannter Prediger, der schon vor 20 Jahren gestorben ist. Es geht jetzt hier um Kinderehen. Es geht nicht um Sex mit Kindern. Es geht um die Heirat des Propheten mit einem Baby. Und ein Elfjähriger, der am Telefon zum Islam konvertiert. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich weiß nicht, was ich euch zuerst zeigen soll. Wir fangen mal hier mit unserem elfjährigen Jungen an. Okay, inshallah. Bist du ready? Ja. Okay, super. Eschadu. Eschadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illallah. Rasulu Allah. Ich bezeuge. Ich bezeuge. Es gibt keine Gottheit. Es gibt keine Gottheit. Die mit Recht und Wahrheit. Die mit Recht und Wahrheit. Angebetet werden darf. Angebetet werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge. Und ich bezeuge. Dass Muhammad. Dass Muhammad. Sein Diener und Gesandter ist. Sein Diener und Gesandter ist. Dennis, ich würde dich gerne umarmen und wir würden gerne zusammen eine FIFA-Runde spielen, aber leider kenne ich dich nicht. Und wir können uns leider nicht sehen, damit ich dir zeige, dass ich mich sehr freue, dass du den Islam angenommen hast. Jetzt bist du mein Bruder. Jetzt bist du mein Bruder und du gehörst auch ungefähr jetzt, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, jetzt hast du ungefähr 1,8 Milliarden Geschwister. Jetzt bist du mein Bruder. Ich war richtig schockiert, als ich diese Szene zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß, dass es auch Jugendliche gibt, die zum Islam konvertieren. Ich wusste allerdings nicht, dass es hier auch Elfjährige gibt, die irgendwo anrufen bei irgendwelchen Predigern am Handy und dann am Handy konvertieren zum Islam. Also das erinnert mich irgendwie an dieses Teleshopping von früher, dieses QVC, HSE24, wo man beim Bestellen eines Topfes gleich das ganze Topfset mitbestellt hat. Allerdings ist dieses Thema hier todernst. Wie kann das denn sein, dass das überhaupt erlaubt ist, dass also irgendwelche Leute irgendwen hier zum Islam bekehren? Vor allem, das sind Minderjährige, das sind Schutzbefohlene. Als ich das gesehen habe, habe ich mir diesen Prediger natürlich ein bisschen genauer angeschaut auf TikTok. Und er hat 23.000 Follower, also er ist nicht einer, also er ist ein kleiner, ist kein großer. Allerdings hat er auch eine Meinung dazu, wenn er eine eigene Tochter hätte, dass er sie hier direkt verheiraten würde, wenn der Prophet es wollen würde. Und hört euch das mal an. Hört zu, was ich sage. Wenn ich eine Tochter hätte, die in der Wiege ist, in der Wiege, und der Prophet Mohammed möchte dieses Kind heiraten, ich mache sofort den Heiratsvertrag und das Kind wird erst übergeben am Propheten oder wird erst an den Mann übergeben, wenn sie reif genug dazu ist, wie Imam al-Barawi rahmatullah alayhi in seiner Aussage gesagt hat, von Ibn Hajar al-Asqalani in seinem Werk Fathul Bari, wo er gesagt hat drinne, es gibt einen Konsens, eine einstimmige Meinung unter den Rechtsgelehrten, dass man den Heiratsvertrag mit dem Mädchen selbst in der Wiege vollziehen darf, abmachen darf, so eine Art Versprechen, jedoch sie an den Mann übergeben wird, wenn sie reif genug ist. Habt ihr gehört? Ihr könnt den Heiratsvertrag machen, wenn ihr euer Baby in der Wiege habt, auf dem Arm habt und ihr übergebt das Mädchen dann, wenn es reif ist. Und wann das Mädchen reif ist, das hat er hier bewusst weggelassen, denn dazu finden wir auch eine Antwort im Koran. Aisha war erst 9 beim Beischlaf mit Mohammed. Und da können wir uns alle ein Bild davon machen, ohne dass er das jetzt hier genau ausgesprochen hat, wie widerlich diese Kultur ist, wie abstoßend und ekelerregend diese Religion ist. Ich verabscheue so etwas zutiefst aus dem Inneren heraus und würde so jemand vor mir stehen und mir so etwas ins Gesicht sagen, ich könnte mich nicht zurückhalten, bin ich mir sicher, ich könnte mich da nicht zurückhalten. Solche Leute sind gefährlich. Sie sind gefährlich für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie sind gefährlich für die Akzeptanz der Normordnung in unserer Gesellschaft. Es ist bei uns allen, also die, die schon länger hier leben,
Bei uns ist das gefestigt, dass wir keine Kinder verheiraten. Ausnahmen 16, 17, so, also kurz bevor man 18 wird, das gab es schon früher. Meine Oma ist auch mit 17 schon verheiratet worden, mit Zustimmung der Eltern, weil sie schon schwanger war damals. Heute, wenn das Kind in der Wiege ist, würde dieser Islamistenfanatiker hier seine eigene Tochter schon per Heiratsvertrag an jemanden vermachen. Solche Leute haben in diesem Land nichts verloren. Absolut gar nichts verloren. Solch eine Ideologie ist eine Steinzeit-Ideologie. Wer den Koran so auslegt, dass man Babys verheiraten darf, der ist da oben nicht ganz sauber. Ist er wirklich nicht. Und da lege ich mich auch mit den Muslimen an. Ich beleidige nicht den Propheten. Das habe ich nicht notwendig. Sollen sie alle daran glauben, was er sagt. Ist kein Problem. Aber Kinder zu verheiraten, Leute, nee, stopp. Da bin ich raus. Ja? Also vor allem, ich bin richtig aggressiv. Ich kann das hier gar nicht in Worte fassen in diesem Video, was mir da alles einfällt. Wie es mir da eiskalt den Rücken herunterläuft. Die sind ja nicht ganz, also, boah. Auch dieser 11-jährige Junge. Leute, wir gehen in den Abgrund. Wir sind ruiniert. Wir sind erledigt. Wir sind hinüber. Es ist vorbei. Deutschland wird abgewickelt. Ende Gelände. In 30 Jahren gibt es uns Deutsche nicht mehr. Ganz einfach. Dann ist das hier der Pass des deutschen Kalifats oder des, ach, wie nennen wir das denn? Das Bundeskalifat Deutschland. Keine Ahnung. Das republikanische Kalifat Deutschland. Also, oh, oh, oh. Und weil dem Ganzen nicht genug ist, gab es noch eine Demonstration am Wochenende. Ja, in Hannover waren die Kalifatsbrüder wieder auf der Straße. Und zwar hatte die Versammlungsbehörde von Hannover nach Ermittlungen des Staatsschutzes in Hannover die Versammlung verboten. Das Verwaltungsgericht hat sie allerdings erlaubt, und zwar ohne Auflagen. Und jetzt ist man in Niedersachsen bereit, das Versammlungsrecht zu ändern, dass man diesen muslimischen Fanatikern hier etwas entgegensetzen kann. Ja? Es sind die, die auf ihrer Webseite stehen haben, sie nennen sich Generation Islam. Und was findet man auf ihrer Webseite? 100 Jahre ohne Kalifat, 100 Jahre Unheil, ein riesiges, langes PDF. Hier, Rahed Boateng aus Hamburg mit seinem Kalifat von Muslim Interaktiv. Ihm wird Solidarität gezollt da drin. Dann hier, sie reden darüber, wie viele Jugendliche hier schon den Islam akzeptieren, wie viele auch konvertieren und sie feiern das, sie finden das gut. Sie reden dann am Ende auch über Israel und dann weiß man genau, welches Geisteskind diese Leute sind. Es wird vom Genozid in Gaza gesprochen und beim 7. Oktober steht, die Israelis hätten einen Vorwand gefunden, in Gaza einzumarschieren. Und wer einen terroristischen Überfall mit Entführungen von Menschen und Kindern auf ein anderes Land als Vorwand bezeichnet, da weiß man ganz genau, auf welcher Seite man steht. Und ja, in Israel gibt es Kriegsverbrechen von beiden Seiten. Aber schwierige Diskussion mit Israel. Wir sind hier wieder in Hannover bei unseren Kalifatsbrüdern. Der Staat wollte es verbieten und der Richter hat es erlaubt. Und der liebe Richter, der kann sich ja hier mal angucken, wie wir Babys verheiraten mit den Islamisten. Das sind keine Muslime mehr, das sind Islamisten, ja? Babys werden verheiratet, 11-Jährige werden am Telefon konvertiert. Ich weiß nur, wenn sie eines meiner Kinder anfassen, fassen sie danach nie wieder jemanden an. Bin ich mir ziemlich sicher. Dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen, ihre dann nicht mehr. Aber anderes Thema. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kennst du diese TikTok-Prediger und ist dir bewusst, dass hier sogar unsere kleinsten Kinder konvertiert werden? Dass wir die Kinder, also dass die Muslime die Kinder früher verheiraten, das wussten wir. Dass es aber eine einstimmige Meinung unter den Rechtsgelehrten des Islam gibt, dass wir die Babys schon in der Wiege quasi verkaufen und verscherbeln dürfen an irgendwelche dahergelaufenen Männer, die meinen, sie sind dann hier, boah, nee, nee. Das, also Leute, die sind Jahrhunderte davon entfernt, wo wir hier im Westen leben. Aber unsere Aufklärung im Westen ist spätestens mit dem Polizistenmord in Mannheim zu Ende gegangen. Wenn wir den Islam nicht mehr offen auf der Straße kritisieren können, ohne dafür angegriffen und halb ermordet zu werden, dann ist das große Kapitel der Aufklärung seit 1741 nun zu Ende gegangen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keine Benachrichtigung mehr. Damit bis bald.